nächsten Mal mache ich immer wieder Informationen zum Rennen. Freitag gleich bewölkt, Samstag Skakering, Sonntag stark bewölkt. Und damit springen wir jetzt in das Training. Ich hoffe, jetzt schmiert mein PC diesmal nicht ab meines Ladebildschirms, wie vorhin gerade, weil der Grafiktreiber meint, kurz abzuschmieren. Jetzt schauen wir mal ganz kurz. 11%, 92% und 0%. Okay, das freut mich schon mal fürs Rennen. Das heißt, wir werden aufs Rennen hinarbeiten. Aber ich hoffe, dass ich mich jetzt schnell dran wieder gewöhne. Ja. Haben mich schon halb dran gewöhnt wieder. So, und los geht's. Da ist immer noch Dreck dran. Nee, jetzt nicht mehr, oder? Weil es ist schon der Plattfuß, den ich mal eingefahren habe. So, habe ich schon mehr dran gewöhnt. So, jetzt kommt die schwere Kurve hier. Und das gleiche Problem wie vorhin. Ah! Verdammt! Konnte ich das Auto nicht mal abfangen. So, jetzt fahren sie, glaube ich, alle raus. Genau, geht mal erstmal im Weg. Bisschen mit der Brechstange. 1,22,8 ist möglich. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das hier nicht auf Legende ist. Da verbremse ich mich. Und da drehe ich mich. Ich krieg keine Strafe. Okay, das finde ich in Ordnung. Aber für Kobberlein tut es mir natürlich leid. Ja, warum falle ich wohl viel in Sektor 3, weil ich mich da gedreht habe, du Schwachkopf. Ich hoffe, ihr habt alle den April-Scherz mitbekommen. Mit den Helm-Designs. Den fand ich an dem. Ich fand die Idee ja gut, aber ich finde, man hat es ein bisschen zu unglaubwürdig gemacht. Wir werden jetzt ins Training springen. Ins Qualifying springen, meine ich. 2,1 Sekunden, das ist extrem viel. Okay, Lewis hat sich nochmal auf die 8 verbessert. Da fährt jetzt mal links. Habt ihr das gesehen? Vorsehen, ja, aber klatsch gegen die Wand. Wer es nicht gesehen hat, einfach nochmal zurückschalten. Ich habe die Führungsrunde von 2000 geknackt übrigens. Können wir auch mal kurz erwähnen. Ne, Legende, okay. Okay, da hat sich nichts dran verstellt. Ja, dann bin ich zufrieden. Fast 30.000 Kilometer, okay. Das ist ein Anzeichen der Sucht. Oder dafür, dass ich einfach nur viel spiele, ist auch eine Möglichkeit. 95%. Ich nehme sogar noch ab. Ha! Oder ist das ja diese typische Codemasters 95% Regel? Kein Regen, aber guckt euch den Himmel an. Guckt euch doch mal den Himmel an. Hoppala, ich darf schon Gas geben. Wusste ich gar nicht. Ich bin so auf den Himmel fasziniert. Gut, Wetter kann ich nicht umstellen. Das ist vom Spiel so einprogrammiert. Ich habe das Gefühl, das Auto liegt nervöser, oder ich habe wirklich nicht mal lang genug gespielt. Oder beides. Oh ja, es fängt wirklich an zu tropfen, obwohl blauer Himmel ist. Oh ne, das sind die ersten Schleierwolken. Oh, da werden aber eine gute Zeit hingeknallt, die ich nicht schlaffe. Vierter nur noch. Ich glaube, dass es in den nächsten 10 Minuten aufhören soll zu regnen, okay? Ich sehe immer noch blauen Himmel. Da frage ich mich überhaupt, wie es regnen kann. Jetzt fängt es echt noch leicht an zu regnen, oder was? Tja, da gibt es nur eine Devise, sofort raus und Zeit hinknallen. Oh, hier fangen schon an, die Reifen zu blockieren. Ich würde sagen, wir gehen in die Boxengasse und wechseln sofort auf Trockenreifen. So, Master lassen wir noch vorbei. Die Reifen kühlen zwar noch nicht ab, aber ja, Hamilton ist auch wieder reingefahren. Also fahren wir jetzt auch rein und tun sofort die weiche Mischung drauf. Ich habe es echt schon überlegt, sofort auf Trockenreifen zu gehen, aber jetzt ist die Strecke echt trocken genug, dass wir auf weich fahren können.
Tja, Master, du kommst gerade richtig unpassend. Aber so geht's mir eigentlich auch immer. Oh, Alonso, mach doch eher Platz. Also Spanien habe ich mir auch nicht leicht vorgestellt und so ist es auch. Ich kann schon längst auf Mager weiterfahren. Und die nächsten Reifen drauf. Da! Nächsten Reifen drauf. Quatsch! Das ist Qualifying-Segment. So, der Red Bull wird auch reingeschoben. Dann kommt der erste K-Time erst auf Position 4. Ey, ein K-Time ist auf Position 9 in den Top 10, sehe ich gerade. Okay. So, Qualifying 3 und... jetzt sieht es bewölkt aus. Jetzt will ich mich auch langsam wundern, wo bleibt der Regen. Und ich werde versuchen, als Erster rauszufahren, ganz klar. Aber ich glaube, der lässt mich nicht vorbei. Und jetzt fängt es auch schon wieder an zu regnen. Melbourne-Wetter, sage ich nur. Und es sind, glaube ich, alle... Ja, nee, einer kommt noch. Und ist auch langsamer, okay. Damit habe ich die Pole Position. So, Hamilton auch in der Box. Also Hamilton nur auf 8, das ist... Da habe ich mir mehr erhofft. Er wahrscheinlich auch. Oh, letzten Video von Training und Qualifying. Oh, gab es ja Kommentare. Bitte mach weiter mit F1 2012. Ich so... wo habe ich denn nochmal gesagt, dass ich damit aufhöre? Hä? Habe ich das da gesagt? Ich weiß das gar nicht mehr. Habe ich das gesagt? Wenn ja, dann war das, glaube ich, ein Irrtum. Ach du Scheiße, ne. Ricardo, du hast auf die 10 geschafft? Hä? Aber what the hell? Wo ist denn hier ein Kobayashi? Ein Kovalainen, der ist auf 20 Uhr, hat eine Strafe bekommen. Okay, ich weiß von nix. Also Regenwahrscheinlichkeit 0%. Ich hoffe, dass der immer dann nicht mehr so bedeckt irgendwann ist. Und dass es nicht regnen soll. Warum habe ich eine Strafe bekommen? Wofür? Was? Für was habe ich die bekommen? Ja, ist klar. Danke, Codemasters. Vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich für diese Durchfallstrafe, Schumacher. Vielen, vielen Dank. So, beim Einlenken in die erste Kurve habe ich den Schumacher wohl berührt und er hat sich dabei gedreht. Und wer kriegt die Strafe? Ich. Weil ich während dem Start nicht nach hinten gucke. Ist klar. Und mit der Durchfahrtsstrafe wird das nicht viel einfacher werden. Und mit solchen Fahrfehlern auch nicht. 15. Boah, was ist mit dem Wagen los? Das ist auf einmal so unruhig. Die Streckentemperatur steigt. Na, vielleicht kommt mir das mehr entgegen. Da muss ich mal was anderes überlegen. Boah, kein Abtrieb auf der Vorderachse. Das war nicht gut, da ist zu weit rausgekommen. Und hier auch schon wieder verbremst, ey. Also irgendwie kommen hier Spanien und Bahrain mir überhaupt nicht mehr entgegen. Ich muss genauso kämpfen wie im Lotus. Das ist unglaublich. Oh, der linke Vorderreifen, der ist schon richtig down, ey. Zu zweit durch viele Kurven. Und habe kein DS geschenkt bekommen dadurch, weil Petrov dadurch wegfahren konnte. Jetzt habe ich mehr Schwung. Oh, das reicht nicht. Oh, und wo bremst denn hier der Petrov? My fastest in yours! Lass mich durch! Wer ist denn der Langsamere? Grosjean ist der Langsamer. Oh, jetzt von außen! Und Kerstklopf, und vorbei! Schönes Überholmanöver.
so lange auf dem Bremspedal gewesen. Ich habe auch das Gefühl, das Bild ruckelt auch. Weil ich krabs auch gerade so in der 20 Frames. Das ist auch nicht gut. Wenn ich jetzt noch einen Krampf im rechten Fuß kriege, dann ist es auch noch schlimmer. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich fahre wie ein Opa hier durch, ey. Durch den Kurs. Bisschen in den weiten Weg gefallen in der Kurve. Das war mir grottig. Boah, gleich starte ich Flaps mal neu, ey. Weil das ruckelt bei mir selber, ey. Die Strecke kühlt jetzt etwas ab. Okay. Gutes Tempo. Du machst pro Runde eine Sekunde auf deinen Vordermann. Hahaha, sehr witzig. Sehe ich tatsächlich, dass der Raikön direkt da vorne fährt? Das ist ein Lotus. Das ist echt ein Lotus. Das ist hier der Dreikampf um. Das ist ein Vierkampf um die Spitze. Ja, aber echt? Oh Mann, ey. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Das habe ich leider nicht gesehen können, auf welchen Reifen der unterwegs ist. Aber wenn mein Renningenieur sagt, in den nächsten vier Runden denke ich mal auf weich. Warum mir blaue Flaggen vor Rosberg zeigt, weiß ich auch nicht. Dabei noch überrunden wir, ey. Sauberes Übermanöver. Und das Wetter hier kann sich auch nicht entscheiden, entweder stark bewölkt oder keine Wolken oder. Also wenn ich hier schon eine Durchfallstrafe einholen wieder kann. Oh Gott, geiles Deutsch. Das Deutsch habe ich auf der Arbeit gelassen. Ja, dann läuft der Wagen auch gut. Und Boxenstopp. Juhu! Rosberg natürlich übernimmt die Führung. Du bist auf den langsameren Reifen unterwegs. Kannst die Lücke zu deinem Vordermann aber trotzdem halten. Wir sind sehr zufrieden. Du machst das gut. Woher willst du das wissen? Das sind echt die ungeliebten Reifen hier. Ich glaube, meine erste Verwarnung überhaupt. 14,9, Rosberg verliert Zeit, das ist gut. Oh ja, das kann ich jetzt auch gebrauchen, oder was? Na, schauen wir mal, wann Kers zurückkommt. So, das Problem mit Kers wird behoben. Okay, du müsstest Kers jetzt wieder nutzen können. Das Problem wurde behoben. Schön. Aber den Sieg steht dir trotz Durchfallstrafe nichts im Wege. Das wundert mich doch so ein bisschen. Rosberg muss noch zweimal in die Box. Das kommt auch noch hinzu. Also bereinigt wäre ich Erster. Nach knapp Halbzeit des Rennens. Ich bin irgendwie trotzdem nicht mit meiner Leistung zufrieden. Da sind zu viele, ja, Fehler drin, die nicht sein müssen. Also der Speed stimmt. Es mangelt nur an der Framezahl. Und mittlerweile auch schneller als Vettel. Also wenn ich da keinen Fehler mehr baue, dann ist das Ding gelaufen. So, Rosberg. Guck mal in deinen Rückspiegel. So viel Zeit hast du verloren. In drei Runden zum Reifenwechsel rein. Schau doch mal die Reifen an, man hat es jetzt deutlich gesehen. Also die Reifen sind schlechter und er fängt an Benzin zu sparen, okay. Dass ich dann so deutlich aufhole, ist logisch. Au! Runde 51. Aber ich mache mir nur Sorgen um den vorderen linken Reifen. Warum schaut er nicht in den ersten Gang manchmal? Das finde ich so ein bisschen. Und daran merkt mich, dass ich schon lange nicht mehr richtig gespielt habe.
Hülkenberg, fahr doch! Meine Güte nochmal! Sollte man denn die Zeiten purzeln, wenn sie bei mir noch knappe 9 Runden nicht purzeln werden. Doch, 1.26.1 kann ich auffahren. Okay. Das heißt aber mit der Hilfe im ersten Sektor. Also irgendwas stimmt halt mit Fraps nicht. Also da habe ich Einbrüche, ey. Der kam jetzt schon die ganze Zeit bei 20 und so rum. 13,3. Du lässt gegenüber Rosberg rund eine Sekunde pro Runde liegen. Das glaube ich nicht. Er hat nämlich jetzt auch aufgehört, die Knüllerzeiten zu fahren. Ja, es war ja 14. schneller. Oder 5, ne, 5 sogar. So eine halbe Sekunde habe ich jetzt verloren. Aber im Vergleich zu den Reifen ist das wenig. Die KI hatte ich hier deutlich stärker in Erinnerung. Also momentan ist auch nur ein Fahrer ausgeschieden. Aber was da am Start passiert, das muss ich mir selber nochmal anschauen, warum ich den Schumacher da nicht gesehen habe. Ich war ja auch schon in der Kollision. Ich war nur Kilometer weit vorne. Nur meine Beine aber auch nach diesem Rennen erstmal wieder in der Erholungsphase. Und der Computer wahrscheinlich auch. Rosbergs Rundenzeiten sind eine halbe Sekunde schneller als deine. Du brauchst jetzt ein paar schnellere. Nicht wirklich. Oh, nur noch plus 2 Runden. Der Schulverbrauch hier noch knapp höher bei Skandat. Weil Sender kommt mir auch schon wieder gefährlich. Na, Sender, lass mich doch hier innen. Okay, es sind ein paar Teile vom Frontflügel geflogen, mehr aber auch nicht. Weil Paul US da meint, mich nicht so gut zu überrunden. Weil er einfach nicht Platz macht. Boah. Glock. Kostet mich auch nochmal 3 Sekunden Boxen bei der Boxenstopp, danke. Kers ist nicht verfügbar. Kers ist nicht verfügbar. Wir versuchen das Problem zu finden. Och, wen haben wir denn da hinter uns? Sepp. Sebastian Vettel. Boah, ich hasse diese Rechtskurve. Rosberg noch mal 13. schneller. Aber der möchte dann noch mal wissen. Fährt er das Chaos? Er versucht die Lücke zu schließen. Aber ich krieg gerade mehr Fraps auf. Weil das ist momentan so im Keller. Den nächsten Runden nutzen können. Boah, hörst du mal auf. Geht es immer wieder über 20? Das stört Fraps. Also wenn es ruckelt, dann möchte ich mich entschuldigen. Weiß nämlich nicht, woran das heute liegt hier. Dass die Fraps da so in den Keller geht. 17, teilweise 14 Frames die Sekunde. Das ist zu wenig für mich. Oder 15, alle 15 gehst du wieder hoch. Du scheiß Zahl. Der Lüfter arbeitet auch nicht so, wie er sein so wie er sollte. Boah, ey, Lex, ey. Du liegst ganz knapp vor Vettel. Er ist dir dicht auf den Fersen. Ja, ich kann nicht schneller. Weil das Bild nicht flüssig läuft. Also, wenn ihr so verrücktes Bild seht, ich sehe es auch. Ich sehe es auch gerade und muss trotzdem fahren. Weil es einfach irgendwie nicht anders geht gerade. 13, jetzt gehen wir schon noch weiter runter, ey. Der Lüfter arbeitet kaum. Wenn der Lüfter nicht arbeitet, dann heißt es, der Prozessor ist gar nicht ausgelastet. Mann! Jetzt müsste mich verarschen, dass er sogar noch auf Fahrt unterwegs ist, der Vettel. Oh, ich kann mich gar nicht mehr auf das Reden konzentrieren, wenn ich mich nur auf das Fahren konzentrieren muss. Was gerade so ein Dreck hier ist, ey. Mit der Framezahl.
Und dann schaue ich gleich erstmal, was das für ein Prozess ist, weil das ist mir echt ein Rätsel. Was hatte ich noch nie in einem Rennen, dass die Fobster dann wirklich nochmal in den Keller geht. Genau, jetzt geht die Zahl noch weiter in den Keller. Genau. Ausgeschieden ist nur Heikki Kovalainen. Team Tennis Duell läuft gut. Informationen. Schkack bewirkt, sonnig Schkack bewirkt. Das hört sich gut an für mich. Dritter Saison.